Ja, früher hat er für das ganze Thema 3 Monate gebraucht. Jetzt ist er da in 2 Monaten durch. Gefährlich ist es nur, wenn man sich nicht darauf einlässt. Das jetzt richtig verstanden habe, handelt es sich nicht um einen Modellaustausch. Wie geht er dann in Archicad damit um, wenn er dann ständig mit sowas konfrontiert wird? Er kann es ja nicht einfach löschen. Nur dann werde ich informiert, wenn an dem, was mich wirklich interessiert, etwas geändert wird. Und so ist unsere Idee des Änderung nachverfolgt. Das heißt, ich kontrolliere nicht jede Bewegung. Das ist ganz interessant, weil in dem Fall brauche ich gar keine Kollisionsprüfung. Wissensaustausch Bauplanung. Heute mit einem weiteren Talkcast. Das bedeutet, wir beginnen mit einem Podcast und gehen dann in ein Video über. Unser heutiges Thema lautet Let's Talk About BIM Archicad in der Ingenieursedition. Vorweg, hier geht es nicht um eine offizielle Ingenieursedition. Dieser Titel wurde ganz bewusst von Wissensaustausch Bauplanung so gewählt, denn heute sprechen wir mit Archicad nicht nur Architekten an, nein, auch Tragwerksplaner kommen heute auf ihre Kosten. Und los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Peter Pöppel, Altplan BIMfluencer und Geschäftsführer der Firma Subgrade und moderiere zusammen mit meinem Kollegen dieses Format. Michael, stelle ich kurz mal vor. Auch herzlich willkommen meinerseits. Mein Name ist Michael Müller, ich bin Geschäftsführer eines Tragwerkplanersbüros in Nagold. Ein abgerundeter BIM-Ablauf ist unsere Leidenschaft und deshalb freue ich mich besonders auf unseren heutigen Gast von der Firma Graphisoft Deutschland GmbH. Herr Richter, stellen Sie sich bitte kurz einmal vor. Hallo, ich bin Daniel Richter von Graphisoft Deutschland. Bei Graphisoft bin ich als studierter Bauingenieur dafür zuständig, dass die Zusammenarbeit zwischen Architekten und Bauingenieuren einfach sehr gut funktioniert. Das heißt, als Bauingenieur bin ich dafür zuständig, dass unsere Architekten, die im Schwerpunkt Archicad einsetzen, dann auch in der Zusammenarbeit mit den Ingenieuren, die Archicad tatsächlich auch einsetzen, einen reibungslosen Austausch haben. Und das bereitet mir sehr viel Freude, weil einfach da sehr viel positive Erwartungen auch auf einen zukommen und man auch da positiv überraschen kann, da wir ja gerade bei den Ingenieuren häufig nicht so bekannt sind. Ja, genau. Und über Archicad lässt sich jetzt anscheinend ein statisches Modell für einen Tragwerksplaner bzw. Ingenieur erstellen. Und da habe ich natürlich gleich am Anfang eine Frage. In welchen Anwendungsfällen ist es überhaupt sinnvoll, das statische Modell direkt über Archicad zu erzeugen? Ja, im Prinzip ist das in jedem Fall sinnvoll, wenn ich als Tragwerksplaner Zugriff auf ein vernünftiges Archicad-Modell habe aus der Architektur. Das ist natürlich häufig der Fall, wenn ich ein Generalplanungsbüro bin, wo häufig dann auch Architekten und Tragwerksplaner entweder direkt zusammen vertraglich arbeiten oder auch in einem Büro zusammen sind. Aber das funktioniert auch, wenn ich als externer Tragwerksplaner häufig mit Archicad-Nutzern zusammenarbeite und dort die Modelle einfach übernehmen kann und darauf weiterarbeiten kann. Das spart natürlich für beide Seiten ein bisschen Arbeit, weil dann habe ich die Möglichkeit, das auch einfach zu nutzen. Ja, da stellt sich mir auch eine Frage. Wie hoch ist der anschließende Aufwand, wenn ich zum Beispiel mit dem Freeload BIM Connector unterwegs bin und dieses statische Modell verwenden möchte? Der Aufwand da ist sehr gering. Wenn ich jetzt beispielsweise den Freeload BIM Connector nehme, ist es so, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal die Wände in einzelne Wandteile zerlegen möchte. Das ist eine Funktion, die der BIM Connector auch hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel direkt nur Deckenplatten anschauen möchte, kann ich das direkt übernehmen. Und eigentlich kriege ich ja im Gegensatz zu dem IFC-Import ein direktes statisches Modell und muss dort nicht mehr viel umwandeln. Das betrifft vor allem auch dann andere Lösungen, wenn ich sage, ich möchte in einen Lubal zu Fistic SIA Engineer importieren. Da kann ich natürlich dann auch direkt ein komplettes 3D-Modell übernehmen. Und da ist in der Regel dann gar keine Nacharbeit mehr notwendig, was die reine Geometrie angeht. Natürlich muss ich als Tragwerksplaner immer noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, wie ich meine Lagerung ausbaue und natürlich auch, was die Lasten angeht. Angenommen, ich möchte nächsten Monat mit der Bearbeitung in diesem Workflow starten. Was benötige ich dafür? Am besten einen Projektpartner und ein Projekt, mit dem Sie auch starten können. Das ist so die beste Erfahrung, die wir haben. Wenn ich nämlich kein Projekt habe, in dem ich auch direkt am Anfang loslegen kann, dann habe ich natürlich schon irgendwelche Modelle parallel hochgezogen und habe dann einen Aufwand. Das heißt, ein Projekt, mit dem ich von Beginn an zusammenarbeiten kann, ist erstmal die Grundvoraussetzung.
Und dann als Tafelplaner brauche ich ein Archicad und eine passende Statiksoftware, wobei da die gängigen Statiksoftware alle kompatibel sind. Und dann brauche ich einfach noch den Zugriff auf die BIM Cloud. Das ist unsere Teamwork-Lösung, wo ich dann zusammen mit dem Architekten an dem Modell arbeiten kann. Also ich muss mir eine Archicad-Vollversion im Vorfeld erwerben. Genau, es gibt eigentlich nur die Archicad-Vollversion, von dem her, die brauche ich auch dafür. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, handelt es sich nicht um einen Modellaustausch, sondern Tragwerksplaner und der Architekt arbeitet in einer Cloud von Archicad an einem und demselben Modell. Ja, genau, das ist richtig. Wir arbeiten dann in dem Fall an einem und demselben Modell. Das Thema Cloud ist da immer ein bisschen verwirrend. Das ist unsere Teamwork-Lösung, wo die gehostet wird. Das ist vollkommen unabhängig. Also es ist jetzt keine Graphisoft-Cloud. Die kann beim Architekten gehostet sein. Die kann ich auf einem Webservice hosten. Die kann ich auch von Graphisoft hosten lassen. Aber der Kern ist, dass ich in der Teamwork-Lösung arbeite, wo auch Architekturbüros untereinander arbeiten. Also das ist die Idee dahinter. Jetzt habe ich als Zeichner gleich eine Frage, ob das nicht ein bisschen gefährlich ist, wenn der Tragwerksplaner direkt am Modell vom Architekten mit eingreift. Und was passiert eigentlich, wenn er irgendwelche Änderungen vornimmt? Kann man das irgendwie nachverfolgen? Gefährlich ist da natürlich ein harter Begriff. Ja. Gefahr ist jetzt da ein bisschen hart gegriffen. Gefährlich ist es nur, wenn man sich nicht darauf einlässt, neue Sachen auszuprobieren und dort weiterzuarbeiten. Was ich da sagen muss, ist, natürlich arbeiten wir dann alle an einem Modell, aber auch Architekten innerhalb des eigenen Modells arbeiten alle zusammen zeitgleich in diesem Modell und da ist auch keine Gefahr. Und genau da haben wir aber auch das Thema mit Rechtemanagement und Zugriffen, dass ich natürlich auch immer schauen kann, wer kann wohin arbeiten, wer kann welche Sachen bearbeiten. Und wenn wir das Thema Änderungen nachverfolgen anschauen, genau dafür gibt es auch eine Funktion, dass ich auch genau schauen kann, wenn jemand etwas ändert. Was hat er denn geändert? Was ist passiert? Und das macht es auch für beide Seiten sehr, sehr übersichtlich. Ich denke da aber auch in beide Richtungen, weil es betrifft ja beide Seiten. Der Architekt möchte eigentlich, dass der Tafelplaner möglichst wenig ändert. Und wenn ich das statische Modell erstelle, ist das für den Architekten gar keine Änderung. Das heißt, das Volumenmodell bleibt unverändert. Es wird tatsächlich nur das Berechnungsmodell angepasst, was ja dem Architekten in seiner Arbeit erstmal egal ist. Auf der anderen Seite, für den Tragwerksplaner möchte er ja auch erleben, wenn der Architekt was ändert. Am liebsten wäre es natürlich immer, wenn der Architekt keine Änderung vornimmt und alles so bleibt, wie es ganz am Anfang im ersten Entwurf ist. Ich glaube, da können wir alle realistisch genug sein, dass dem nicht so ist. Aber genau auch da haben wir die Funktion, dass der Tragwerksplaner sagen kann, ich möchte bitte genau sehen, wenn etwas an der tragenden Struktur geändert wird. Das heißt, es interessiert mich nicht, ob draußen ein Parkplatz dazukommt, ob eine Trockenbauwand aufgestellt wird. Und nur dann werde ich informiert, wenn an dem, was mich wirklich interessiert, etwas geändert wird. Und so ist unsere Idee des Änderungsnachverfolgens. Das heißt, ich kontrolliere nicht jede Bewegung, sondern schaue mir das an, was für mich wirklich relevant ist. Okay, das habe ich verstanden. Es ist halt noch so eine persönliche Note mit dabei. Ich bin ja selber Zeichner und mich stört es halt immer, wenn ich zum Beispiel ein IFC-Modell vom Architekten bekomme. Da sind dann immer jegliche Türflügel, Fassaden, Möbel und solche Sachen drin. Wie geht er dann in Archicad damit um, wenn er dann ständig mit sowas konfrontiert wird? Er kann es ja nicht einfach löschen, sage ich es einfach mal. Genau, löschen kann er das nicht, soll er ja auch nicht. Das wäre nicht Ziel der Geschichte. Dafür planen wir gemeinsam. Aber ich kann natürlich die Sicht ändern. Da haben wir im Archicad verschiedene Funktionen, dass ich die Sicht so wählen kann, dass mir tatsächlich nur der Kern der tragenden Elemente gezeigt wird. Das heißt, in dem Fall sehe ich alle Möbel nicht, ich sehe auch irgendwelche Trockenbauwände nicht und habe aber zeitgleich die Möglichkeit, diese Informationen mir wieder anzeigen zu lassen, wenn ich zum Beispiel tiefer reinschauen möchte. Und wissen möchte, wie wird dann ein Raum genutzt. Weil nur vom Rohbau ohne Bezeichnung erkenne ich auch nicht direkt, wie ein Raum genutzt wird. Aber ich habe alle Informationen in diesem Modell. Das heißt, ich kann das Modell für jeden Moment auf dieses Informationsniveau runterbrechen, wie ich es brauche. Super, mega. Wir haben beschrieben, dass der Tragwerksplaner schon in frühen Phasen mit eingreifen soll, dass das zielführend ist. Da bin ich ganz bei Ihnen. Jetzt meine Frage, wenn ich in der Variantenentwicklung bin, wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich hier über die Cloud arbeite? Müsste ich mir dann für eine Variante das Modell kopieren oder wie gehe ich da vor? Eine Kopie ist ja genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Es geht ja genau darum, dass wir nicht mehrere Modelle nebeneinander haben möchten,
Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie der Architekt seine Varianten erstellt, wie der Architekt seine Variantenplanung macht. Was wir haben, ist das Thema, dass ich Vorschläge machen kann, weil als Tragwerksplaner ist es ja so, dass ich eigentlich immer dann einen Vorschlag mache. Wie könnte ich dieses Problem lösen? Wie könnte ich diesem Wunsch des Architekten, des Bauherrn entsprechen? Und diese Vorschlagsvariante ist dann so, dass ich nicht direkt das Modell verändere, sondern dem Architekten die Möglichkeit gebe, das ist ein Vorschlag, den ich habe. Was hältst du denn davon? Und erst wenn er diesen dann akzeptiert, wird das tatsächlich auch im Modell eingepflegt. Das heißt, wir haben nicht eine direkte Veränderung in vier Modellvarianten, sondern wir haben verschiedene Vorschläge, die man diskutieren kann und dann akzeptieren. Und erst dann wird es ins Modell übertragen. Das ist interessant und eigentlich auch der richtige Weg. Wenn ich jetzt hier eine Kollisionsprüfung vornehmen möchte, müsste ich dann das Modell zum Beispiel an Solibri schicken und wie herkömmlich einen Kollisionscheck durchführen oder kann das auch bei Archicad direkt erfolgen? Das ist ganz interessant, weil in dem Fall brauche ich gar keine Kollisionsprüfung. Weil wenn ich einen Vorschlag mache und das Bauteil, sagen wir mal, eine Stütze, ein Träger, dann übernommen wird und akzeptiert wird, dann greifen ja dadurch, dass ich in einem Modell arbeite, direkt alle Mechanismen, die dort automatisch vorhanden sind. Das heißt, dieser Träger baut sich genauso auf, wie ich mir das normal auch vorstelle. Und es gibt gar keine Kollisionen mehr. Gleichwohl, wenn ich mit externen Projekten zusammenarbeite, habe ich im Archicad natürlich auch schon eine Kollisionsprüfung vorhanden. Oder ich könnte es auch an einen Modellchecker übergeben. Da haben wir zum Beispiel mit Solibri auch direkt die Live-Connection, wo ich mich direkt mit Solibri zusammenschließen kann. Und Sehr gut. wie sieht das Ganze aus, wenn ich ja, ich sage jetzt mal, das ist ja eigentlich ein Open-BIM-Prozess, oder? Und wie kommuniziere ich da mit den Architekten? Also wenn ich gemeinsam am selben Modell arbeite. Jetzt hockt der in einem anderen Raum, in einem anderen Büro, in einer anderen Stadt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass da E-Mails viel zu träge sind. Und nutzt man dann eher so Programme wie Teams, Skype und so weiter? Oder geht man da eher auf die Möglichkeit über PCFs? Kann man das überhaupt in dem Programm machen? Ist es möglich? Also wir haben im Archicad ein integriertes Issue-Management. Das ist dann so, dass ich im Prinzip im Archicad mit den Leuten auch chatten kann. Vollkommen unabhängig, worum es jetzt erstmal geht. Ich kann da diese Information natürlich auch mit einem Bauteil versehen, kann dann auch Issues erstellen. Das heißt, das ganze Thema kann ich im Archicad direkt abwickeln. Jetzt ist es ja häufig so, dass wir BCFs auch liefern müssen für bestimmte Bereiche. Und natürlich kann ich dann auch BCFs speichern, exportieren oder auch über einen BCF-Server ansprechen lassen. Da gibt es ja auch beispielsweise BIMcollab, die da sehr gängig im Markt sind. Und da sind wir natürlich auch in der Integration dabei. Und von dem her, normalerweise versuchen wir genau das Thema E-Mails, Teams, externe Kommunikation zu reduzieren, weil wir eigentlich im Modell, am Modell arbeiten wollen. Jetzt haben wir im Vorfeld sehr viele Fragen gestellt, sind sehr neugierig. Ich glaube, jetzt wäre es vielleicht am besten an der Zeit, wenn Sie einfach mal den Workflow einfach präsentieren könnten. Gerne. Dann starte ich einfach mal und habe hier ein Modell, das einfach aus der Architektur kommt, ganz normal modelliert wurde und ich zeige einfach mal, wie das Ganze dann in der Praxis funktionieren kann. Alles klar, dann schalten wir auf Ihren Bildschirm. Also, dann will ich das jetzt einfach auch mal direkt am Projekt zeigen. Wir haben hier in dem Fall ein ganz normales Architekturmodell und da kommen wir eigentlich auch direkt auf das Thema wieder zu sprechen, was wir vorhin hatten. Welche Voraussetzungen brauche ich denn? Eigentlich keine besonderen. Wichtig ist, dass man sich an Modellierungsrichtlinien hält. Hier in dem Fall ist es so, dass ich im Archicad bin, als Benutzer auf unserer BIM Cloud in dem Projekt. Das heißt, das Modell wurde von einem Architekten erstellt und der hat sich in dem Fall einfach an unsere Modellierungsrichtlinie gehalten. Das ist die, die es für Archicad 26 zum Beispiel gibt, wenn man so durchschaut. Da steht auch einfach drin, wie man allgemein modellieren sollte. Die kann man auch hier zum Beispiel, was bestimmte Geschosshöhen angeht oder auch hier Übergänge, welche Klassifizierung brauche ich und auch hier für Fundamente. Und wenn man sich daran hält, an solche Modellierungsrichtlinien, dann funktioniert das auch, dass man aus dem Architekturmodell Sachen ableitet. Die kann man zum Beispiel hier runterladen unter openbim.graphisoft.de. Auf jetzt Modellierungsrichtlinie herunterladen und da kann man sich die runterladen und die einfach auch als Anhalt nehmen für die eigene Arbeit. Wenn man jetzt dann wieder reinschaut ins Archicad selbst, es ist so, dass wir natürlich hier als Tragwerksplaner mit diesem Modell wenig anfangen können. Dann haben wir hier die verschiedenen Ansichten, die ich hernehmen kann. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nur auf das Gebäudemodell gehen. Dann habe ich schon mal das Ganze, was in der Umgebung ist, nicht mehr in meinem Feld. Das macht natürlich die ganze Sache deutlich einfacher. Jetzt kann ich mir hier noch weitere Sachen ausblenden. Da gehe ich auf Ansicht.
Elemente in 3D und dann hier filtern und schneiden. Wenn ich das Fenster jetzt hier rübernehme, kann ich hier sagen, dass ich zum Beispiel unten in dem Feld keine Fenster mehr sehen möchte, keine Türen. Dann verschwinden die. Es geht aber noch einfacher. Unten drin kann ich hier auswählen, dass ich entweder die Bekleidung ausschalten möchte, nur den Kern, also Stahlbeton zum Beispiel, oder nur den Kern der tragenden Elemente. Wenn ich das jetzt mache, habe ich mein Modell auf einen Schlag auf das reduziert, was mich als Tragwerksplaner eigentlich auch interessiert. Das haben wir im AHICAD dann, den nächsten Schritt. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze zu reduzieren, weiterhin. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur diese Wand anschaue, dass ich sage, ich möchte hier bitte nur das Tragwerksanalysenmodell dazu haben. Das heißt, sieht das hier wunderschön. Das ist dann wirklich eine Wandscheibe und die ist gekoppelt mit der physischen Wand, mit dem Volumenmodell. Und wenn ich das jetzt für das Gesamtmodell anschaue, dann sehe ich, wie so ein Analysemodell insgesamt aussieht. Das heißt, im AHICAD haben wir bei den tragenden Bauteilen wie Wänden, Stützen, Trägern, Unterzügen, Decken immer diesen Bestandteil mit dabei. Und das Interessante ist, wie ich dieses Modell bekomme. Dazu schauen wir uns vielleicht einfach mal an, wie das Ganze aussieht, wenn ich keine Regeln anwende. Das heißt, ich habe hier keine Regeln angewandt und da sieht man wunderschön, dass wir die einzelnen Elemente nicht verbunden haben. Und im AHICAD wollen wir keine Blackbox, sondern haben hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte bestimmte Regeln anwenden und diese Regeln sind dann so, dass sie dadurch eine Verbindung der Modelle ermöglichen. Ich zeige das einfach mal beispielhaft. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, dass die Träger nicht mehr mit den Stützen verbunden sind. Ich nehme diese Regel einfach mal raus. Dann stelle ich fest, dass hier unten, und um das besser darzustellen, kann man im oberen Bereich auch noch die Knoten markieren, dass diese Knoten hier nicht mehr verbunden sind. Das ist natürlich schlecht, weil dann hängt mein Unterzug nur an der Decke und stützt die Decke nicht ab. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, dass ich über hinzufügen sagen kann, ich möchte bitte, dass meine Träger, weil der Unterzug wird mit dem Trägerwerkzeug an die Stützen verlängert werden. Und das Ganze packen wir dann hier an. Schauen wir mal, wenn ich auf OK gehe, sieht das wieder gut aus. Ah, hier hinten haben wir das noch nicht ganz geschafft. Also muss ich hier vielleicht nochmal reingehen. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Wenn ich also hier drüben auswähle, kann ich die Sachen dehnen, kürzen, versetzen. Beziehungsweise hier wollen wir ja die Träger an die Stütze. Und hier gibt es auch die Fangfunktion. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert, wenn ich auf 0,6 gehe. Ob dann auch hier die vorne gefangen werden. Ah, das reicht dann. Super. Und so erreichen wir dann ein kontinuierliches Modell. Und wenn ich jetzt schaue und wieder rübergehe auf mein Gesamtgebäudemodell, da hat sich für die Architektur nichts verändert. Ich kann also als Tragwerksplaner für meine statischen Berechnungen das Modell im Hintergrund aufsetzen, ohne dass ich etwas für den Architekten verändere. Jetzt haben wir hier direkt diesen kleinen Knopf, wo ich das direkt rüber ins Frilo bewegen kann, um es dort zu berechnen. Und hier sieht man auch direkt C2025, also wir wissen, das ist eine Deckenplatte, das ist eine Wandscheibe. Und im Frilo kann ich jetzt zum Beispiel das hier exportieren und kann mir direkt die Deckenplatte ausgeben lassen. Man kann, wenn ich mal schnell eine Deckenplatte bemessen möchte, hier einfach losgehen. Ich habe jetzt keine besonderen Lastfälle außer das Eigengewicht drauf, aber wenn ich es einfach mal rechne, sieht man direkt, der rechnet gerade auf meinem anderen Bildschirm, genau, da haben wir schon das Ergebnis. Und hier fehlt zum Beispiel eine Stütze, aber grundsätzlich, ich kann direkt auf Basis dieser Geometrie arbeiten. Schließen wir das Ganze und schauen mal, wie wir denn im Frilo uns das gesamte Geo-Gebäudemodell anschauen können. Das hatte die Tamara Schäfer ja auch in einer der letzten Folgen schon mal gezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt mal in den BIM-Connector rüber wechsle, und da gibt es hier die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel so zwei Platten nehme und die verbinde, weil im Geo-Gebäudemodell immer Geschosse einzeln betrachtet werden müssen. Das heißt, wenn ich jetzt hier rüber gehe, habe ich hier die Möglichkeit, auch direkt ins Geo-Gebäudemodell zu gehen, was also dann die Frilo-Welt ist für einen räumlichen Lastabtrag von oben nach unten. Das heißt, wenn ich hier jetzt mal einfach ein Bettungsmodul eingebe, dann kann ich auch hier mal rechnen und stelle fest, dass
die Lastabtragung von oben nach unten auch funktioniert. Das heißt, ich habe das Gebäudemodell übergeben und kann jetzt hier im Frido eigentlich anfangen zu bemessen, sofort. Ist dort sehr komfortabel. Jetzt haben wir aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Wenn wir zum Beispiel jetzt rüberschauen, wir schauen uns das AECAD nochmal an, da können wir noch mehr machen. Ja, wir sehen hier zum Beispiel, dass wir auch noch so einen SIA-Button haben. Das heißt, ich kann auch etwas jetzt hier machen, aber wenn ich hier drüben mal das Tragwerksanalyse-Modell als Sicht wieder auswähle, habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel einen Tragwerksauflager ransetzen kann. Dann sage ich mal, ich möchte hier eine Bettung einstellen. Und dann gehen wir mal, weil es hier Meganewton sind, muss man immer ein bisschen aufpassen. Dass es das nicht in die XY-Richtung abhauen kann. Und in die Z-Richtung sind wir hier wirklich gut gebettet. Und dann kann ich das hier zum Beispiel direkt auch auf zwei Flächen legen. Und jetzt habe ich auch eine Lagerung für mein Modell. Eine Funktion, die ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich das einfach mal anschaut, wenn ich jetzt in die tragenden Bauteile reingehe, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich mir die Räume anzeigen lassen kann. Da gehe ich wieder oben auf Ansicht, Elemente in 3D, Elemente in 3D filtern und schneiden. Und ich könnte jetzt sagen, zum Beispiel, ich möchte hier die Räume sehen, okay, dann muss ich die hier unten noch als Ebene dazufügen. Waren jetzt gerade ausgeblendet. Im AECAD arbeiten wir mit Ebenen. Das heißt, hier habe ich jetzt eine Ebene sichtbar gemacht. Und jetzt sehe ich hier auch alle meine Räume. Wenn ich so einen Raum jetzt anklicke, dann hat er, wie wir es vom BIM kennen, auch eine Klassifizierung. Bürofläche, Arbeitsfläche, Flur. Also es ist ein Raum, der als Büro, Arbeitsfläche oder Flur genutzt wird. Und jetzt kann ich hier automatisch mit dieser Klassifizierung auch Nutzlasten erzeugen. Das zeige ich jetzt einfach mal, wie das aussieht. Ich mache mal wieder mein Analysemodell an. Und bin jetzt hier in meinem Lastfall für Raumlasten und kann dann einfach auf Nutzlasten erzeugen, aktualisieren gehen. Und schon hat er 73 neue Lasten erzeugt. Das heißt, ich habe jetzt hier ein komplettes Modell auch mit Lasten, die aus der Raumnutzung kommen. Und auch dieses Modell könnte ich jetzt beispielsweise wieder exportieren. Wenn ich das also jetzt zum Beispiel nach SIA Engineer exportiere, dann braucht es mal ein bisschen, bis SIA komplett gestartet wird. Und während SIA jetzt startet, ist es halt ganz spannend, dass ich natürlich nicht nur die Möglichkeit habe, über direkte Knöpfe zu gehen, sondern ich habe auch andere Möglichkeiten. Und die zeige ich dann gleich auch nochmal. Was einfach super ist, das Modell wird jetzt direkt auf meinem Bildschirm geöffnet. Ich muss das kurz mal rüberziehen. Ich habe hier mehrere Bildschirme. Er baut halt im Prinzip in SIA jetzt die ganze Zeit das komplette Projekt auf. Und wenn ich das komplette Projekt aufgebaut habe, brauche ich natürlich auch für die Einstellung im Hintergrund ein bisschen was. So, jetzt bringen wir es rüber, das Modell. Sieht man auch, dass das aus AECAD to SIA entstanden ist. Also es wurde jetzt gerade direkt live übergeben. Und dieses Modell kann ich jetzt natürlich dann auch mal schauen und anschauen, was hier so steht. Auch hier natürlich wieder die gleichen Themen. Wenn ich jetzt die Platte auswähle, dass ich hier auch wieder sehe, das gehört zur Ebene Decke. Also genau wie im AECAD, auch die Ebenenstrukturen bleiben gleich. Die Materialien sind da. Und ich habe eigentlich alle Informationen, die ich auch für meine Statik brauche, hier mit übernommen. Plattendicke ist dabei. Das heißt, die Eigenschaften gehen direkt mit rüber. Und jetzt kommt immer das Spannendste. Funktioniert dann auch die Berechnung. Das heißt, das Eigengewicht hat er natürlich wie eine normale Statik-Software auch schon mitgenommen. Jetzt werden die Lasten auch generiert auf meinem Netz. Und jetzt beginnt die Berechnung. Und ganz fix habe ich hier die ersten Ergebnisse. Das kann ich mir natürlich jetzt dann auch mal im Bereich von Verformung anzeigen lassen. Das ist ganz wichtig, dass ich hier beim Auswahltyp dann auch alle auswähle, wenn ich sehen möchte. Und jetzt sagen wir mal, gut, Lastfallkombination. Nehmen wir jetzt mal die Tragfähigkeit, Gruppe B, aktualisieren das Ganze mal und dann schauen wir, wie das Gebäude aussieht. Während dort dann die ganzen Verformungen berechnet werden und dann auch gleich dargestellt werden. Genau, dann sieht man hier auch direkt, dass hier anscheinend irgendwas nicht ganz passt. Und ich sehe es auch schon,
hier scheint eine Stütze zu sein, da scheint eine Stütze zu sein, hier sind auch drei Stützen. Ich würde mal behaupten, dass hier einfach eine Stütze fehlt. Jetzt kann ich das Ganze mal ausblenden und könnte zum Beispiel diese Stütze nehmen. Das ist hier ein Stab. Und wenn ich nicht weiß, wie ich kopiere, könnte ich auch hier oben zum Beispiel im Spotlight suchen. Kopie. Dann fasse ich die einfach mal hier unten an und ziehe die hier rüber. Und natürlich werden jetzt die Ergebnisse verändert, weil ich mein System ändere, also muss ich nochmal neu rechnen anschließend. Und jetzt kann ich hier wieder auf Rechner gehen und dann schauen wir, ob es jetzt besser ist. Braucht es dann wieder, um die Netze zu erzeugen. Aber man sieht das wunderschön, dass diese Lasten auch wirklich raumweise erzeugt wurden und nicht einfach nur auf die Platte draufgelegt würden. Das sieht man auch hier. Hier haben wir zum Beispiel minus 5 stehen. Dort haben wir minus 2, weil wir auch einfach andere Nutzlasten haben in diesem Bereich, in diesem Gebäude. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich ein Lager, ein Büro, ein Flur, einen Eingangsbereich habe. Ich denke, das kennen wir alle. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, die Höchstverschiebungen, wer aufmerksam war, sind ein bisschen runtergegangen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal offensichtlich was am System verändert. Dann suchen wir uns wieder, die Einstellungen sind gleich geblieben. Hier mal aktualisieren. Braucht wieder ein bisschen, bis er alle 87 Elemente durchgerechnet hat. Dann ist nochmal die 37 hinten dran. Jetzt sehen wir, dass wir das ja auch symmetrisch haben. Soweit so gut. Also wir haben jetzt eben mal den Weg gesehen, wie ich aus dem Archicad direkt mit einem Klick rüber ins CI Engineer gehen kann. Jetzt haben wir da die Möglichkeit, dass wir einfach mal drauf schauen, wie das Ganze im Hintergrund funktioniert. Ich hatte es angesprochen, vorhin auch schon, dass wir da im Hintergrund auf Basis von SRF arbeiten. Und da schauen wir uns einfach mal an, wie so eine Datei aussieht, wenn ich auf Sichern als gehe. Speichere ich die einfach mal als SRF-Tarkwix-Analyse-Datei. Und die ist natürlich jetzt schon gespeichert und hat überschaubare 94 KB. Das heißt, das ist super schnell geschehen. Ja, man sieht es jetzt hier ganz schnell kurz gespeichert. Und wie sieht das aus? Das ist im Prinzip eine Excel-Tabelle, wo die Modellinformationen drinstehen. Welche Materialien haben wir drin? In dem Fall jetzt nur Beton. Stahlbeton mit verschiedenen Druckfestigkeiten, die Querschnitte, die wir haben, parametrisch, rechteckig, die einzelnen Koordinatenpunkte und die Verbindungen. Dann haben wir hier einzelne Trägerstützen als Linienelemente, Flächenelemente und da sieht man hier auch immer die Ebene dazu, Exzentrizitäten und was wir so alles haben. Das Wichtige dabei ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier das mal anschauen, dann kann ich einfach diese ID nehmen und kann zurückgehen ins Archicad, weil wir, so wie es auch gewollt ist, immer die gleichen IDs verwenden. Das heißt, ich schaue jetzt einfach nochmal mein Gesamtgebäudemodell an, dass man es schöner sieht, wie das Ganze im Denken nochmal funktioniert. Dann gibt es hier die Möglichkeit, auf Suchen aktivieren zu gehen. Kann ich auch mit dem Tastenkürzel STRG Umschalt A aufrufen. Und dann gehe ich hier am besten auf IFC-Eigenschaften, weil wir uns da genau auf den IFC-GUIDs bewegen. Den nehme ich mal mit dazu, den Tag. Da stehen im Archicad immer die GUIDs drin. Und füge hier meine ID ein. Jetzt schauen wir, ob wir die finden. Und er zeigt mir schon, ausgewählt ist eine. Das heißt, genau diese Deckenplatte war das. Vielleicht, wenn man noch mal ein bisschen mehr darauf eingeht, was SRF eigentlich ist. Das SRF-Format ist ein offenes Format, das auch offen dokumentiert ist. Und das findet man die Informationen unter srf.guide. Und spannend ist hier, da sind alle Informationen, was das ganze Format auch übertragen kann. Lasten, Ergebnisse zum Teil, natürlich auch Auflager, Gelenke, verschiedenste Elemente. Und spannend ist aber auch, wer unterstützt das alles? SIR, Engineer natürlich, Frilo, die haben wir gerade gesehen. Visa aus den USA, Graphisoft, Alplan unterstützt es mit Alplan Bridge. Dann verschiedenste andere Lösungen, aber auch in Deutschland
bekannt Axis VM, Sophistic, Global, MB, DIE, Infograph, IDEA natürlich. Also ein breites Portfolio. In Deutschland gibt es eigentlich von den gängigen Statik-Software keine mehr, die es nicht mehr unterstützt. In verschiedensten Richtungen steht dann auch immer dabei, nur Import oder auch Export. Und ich denke, da ist für jeden was dabei. Wenn wir jetzt dann nochmal zurückgucken, ist ja eine spannende Frage, wie kriege ich denn jetzt diese Änderung aus dem SIA zurück ins Archicad? Ich kann jetzt natürlich sagen, bitte eine Mail schicken, kennen Sie wahrscheinlich auch alle, und sagen, bitte hier die Änderung einarbeiten. Ich kann jetzt hier aber sagen, entweder ich speichere das so, wie ich es gerade eben gesagt habe, wieder als Datei, weil es hier natürlich auch die SRF-Dateien unterstützt. Ich kann das aber auch einfach in die BIM-Cloud laden. Ja. Graphisoft hat im Hintergrund für die Teamwork-Lösung die BIM-Cloud. Und die BIM-Cloud hat den Vorteil, dass dort alle synchron drüber arbeiten können. Das ist jetzt auch wieder auf dem anderen Fenster aufgegangen. Jetzt muss ich da mein Passwort eingeben. Und dann verwendet er sich da und ich kann die Datei einfach auch in der BIM-Cloud ablegen. Schauen wir mal, was ich hier nehme. Ich lade das einfach mal hier in dem Bereich bei integraler Planung ab. Vielleicht AHK Bürogebäude. Wähle hier die Version ab. Und hier sieht man auch schon XLSX. Und man sieht schon, dass ich da immer mal wieder was ablade. Und da auch eine Versionierung im Hintergrund passiert. Und jetzt ist die Datei auch schon wieder gespeichert und geladen. Wenn wir jetzt zurückwechseln ins Archicad, ist das Spannende, wie vergleiche ich das jetzt gern. Ja, keiner möchte, dass auf einmal wie von Zauberhand etwas in sein Modell reinfliegt. Das möchte ich als Grafikplaner nicht, das möchte der Architekt nicht. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir hier auch immer die Übersicht behalten, was passiert denn auch genau. Und da haben wir im Archicad einen Modellvergleich eingeführt. Und da kann ich jetzt beispielsweise mein aktuelles Modell vergleichen, eine Datei vergleichen und eine BIM-Cloud durchsuchen. Jetzt vergleichen wir zum Beispiel mal die Datei, die ich gerade eben gespeichert habe. Das ist ein relativ aktueller Stand. Das war das, was ich eben hatte. Die Datei wird verwendet, die Excel-Tabelle habe ich noch auf. Da sehen Sie auch, dass das wirklich live die Datei ist. Wenn ich hier schließe, gehe ich auf Öffnen. Dann wird hier eingelesen und jetzt nehme ich mal die Datei, die mir über SIA Engineer, über die BIM-Cloud geschickt wurde. Ist auch gerade eben gespeichert worden. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die beiden zu vergleichen. Ich kann auch noch einstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Änderungen bei den Lasten hätte, könnte ich auch sagen, welche Lasten ich vergleichen möchte. Das sind jetzt beides Tragwerksanalysemodelle. Jetzt gehe ich einfach auf Vergleichen und schauen wir mal, was hier passiert. Jetzt stelle ich fest, dass es genau eine Änderung gibt, nämlich in dem Modell 1 ist eine Stütze da drin. Beziehungsweise im Modell 2. Ja, das kann ich mir auch stärker darstellen, schwächer darstellen, was nicht verändert ist. Kann auch sein, ich möchte bitte nur die verschiedenen Modelle unterschiedlich stark dargestellt haben, aber dadurch, dass wenig verändert ist, würde es nur die Stütze betreffen. Und die kann ich jetzt zu einem sogenannten Issue hinzufügen. Das nenne ich jetzt einfach mal neue Stütze. Es ist halt ja ganz spannend, was hat denn diese Stütze jetzt für einen Einfluss in meinem Modell? Kann ich hier in dieses 3D-Gebäudemodell gehen? Und mal sagen, ich möchte das Gesamtmodell sehen. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, bitte zeig mir nur mal diese Stütze an. Das sehe ich, die steht hier irgendwo so drin. Ein bisschen unübersichtlich. Wechsle ich vielleicht lieber wieder in meine tragenden Bauteile. Und da sehe ich sie direkt. Das Wichtigste bei diesem Issue ist jetzt, diese Stütze ist nicht fest reinkopiert worden. Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal anzeige und dieses Issue ausblende, dann ist die Stütze nicht mehr sichtbar. Das heißt, die ist neu und hat in dem Sinne den Status eines Vorschlags. Und dadurch, dass ich jetzt nur einen Vorschlag habe, ist noch nichts passiert. Es hat sich noch nichts verändert. Ich kann jetzt auch mal schauen, wie würde denn diese Stütze in den verschiedenen Geschossen liegen. Aber eigentlich interessiert mich das nicht. Als Statiker sage ich, diese Stütze brauche ich für die Tragwerksplanung. Ohne die wird es wahrscheinlich nicht gehen. Jetzt kann ich da einen Kommentar dazu schreiben, könnte sagen, okay.
Diese Stütze ist statisch notwendig. Und jetzt kann ich das Ganze mal so stehen lassen. Und jetzt sieht man hier, ich habe ja in der BIM-Cloud dabei den Architekten. Und dem schreibe ich einfach mal, schau dir bitte mal das Issue mit der Stütze an. Das heißt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, das Modell ableiten, exportieren, in Frilo berechnen, in SIA analysieren, berechnen, Änderungen, das hat alles der Tragwerksplaner gemacht. Und erst jetzt, wo ich wirklich zu einem Schluss gekommen bin, wo ich sage, das muss ich wirklich mit dem Architekten besprechen, weil das verändert das Modell, binde ich ihn ein. Und jetzt schicke ich ihm eine Nachricht. Und um das einfach mal zu zeigen, ich habe hier das ARCAD nochmal offen. Und jetzt sieht man hier, da kommt die Nachricht an, wird ihm auch angezeigt. Und hier sieht man das nochmal, jetzt bin ich als Architekt drauf. Man sieht das auch direkt, die Arbeitsumgebung ist anders. Ich habe da andere Funktionalitäten, das ganze Thema Analysemodell ist für mich jetzt eigentlich eher weniger relevant. Und jetzt kann ich hier schauen, okay, was ist das Thema? Und dann kann der Architekt dann auch wieder sagen, okay, er hat von dem Issue gesprochen, welches Issue wird das wohl sein? Ah ja, hier haben wir das Issue Stütze. Hat er noch nicht. Also schreibt er ihm Antworten. Welches Issue meinst du denn? Jetzt wechseln wir wieder die Sicht. Und so kann ich im Projekt kommunizieren, ohne dass E-Mails hin und her gehen. Ja, das ist so der Klassiker des vergessenen Anhangs. Und das ist auch ganz wichtig. Ich kann jetzt also wieder einfach mal alles freigeben. Und erst jetzt wird das ganze Thema natürlich inkrementell die Änderungen, die ich bearbeite, in die Cloud gegeben. Das heißt, das ist nicht so, wenn jemand permanent etwas ändert, dass bei mir in der Tragwerksplanung die Sachen hin und her fliegen. Immer erst, wenn ich wirklich etwas kommunizieren möchte. Jetzt kann ich sagen, okay, antworten, ich kann sagen, ich habe es jetzt hochgeladen. Das Schöne ist aber, dadurch, dass beides die ganze Zeit an einem Modell stattfindet, haben wir hier keine Doppelung mehr. Und das sehen wir jetzt dann gleich. Jetzt schaue ich mal wieder auf die Seite des Architekten. Was passiert hier? Noch ist nicht angekommen. Er muss jetzt erstmal empfangen, die Änderung, weil ich möchte ja auch einfach mal in Ruhe arbeiten und nicht, dass permanent irgendwelche Änderungen passieren. Das heißt, ich kann immer entscheiden, wann denn die neuesten Aktualisierungen bei mir stattfinden. Das Wichtige ist aber, es findet alles in einem Modell statt und nicht in einem Modell, wo ich einen Vergleich machen muss. Und das sieht man jetzt dann gleich. Jetzt kann ich hier reinschauen. Sehe, hier haben wir das Issue der neuen Stütze. Das blende ich mir jetzt auch direkt mal ein. Hier haben wir wieder Elemente. Ich kann jetzt sagen, okay, die Stütze. Jetzt stelle ich erstmal fest, dass ich die hier kaum sehe. Ja, hier ist aber im zweiten Obergeschoss. Schaue ich mal da rein. Wenn ich jetzt ins zweite Obergeschoss reinschaue, da sehe ich es auch schon grün leuchten, könnte auch da hinspringen. Ja, da ist sie dann markiert. Und jetzt stelle ich fest, und das ist das ganz Spannende, hier aktuell, wo diese Stütze drin ist, da war vorher einfach nur diese Trockenwand. Das heißt, wenn ich jetzt normalerweise eine Trockenwand hätte und ein Modell vom Tragwerksplaner bekomme, dann muss ich da eine, finde ich dort erstmal eine Kollision, muss diese Kollision beheben und muss dann anfangen, die Sachen zu übernehmen. Hier sieht man das wunderschön. Wenn die Stütze weg ist, ist hier wieder eine Trockenwand. Das ist das Wichtige für mich aber. Diese Stütze ist für mich überhaupt kein Problem. Das heißt, ich kann jetzt sagen, dass ich diese Stütze akzeptiere. Und erst dann, erst wenn ich es akzeptiere, ist das Ganze da. Und wenn wir jetzt das Issue ausschalten, um das einfach mal zu zeigen kurz. Die Sichtbarkeit schalte ich aus. Jetzt ist die Stütze fester, integraler Bestandteil meiner Planung und ist direkt mit dabei. Das heißt, wir schaffen es hier, dass wir ohne dauernde Kollisionskontrollen und auch sehr klein iterativ hin und her spielen können. Und das Ganze, während wir beide gemeinsam in dem Modell arbeiten und jeder seine Sachen macht, die für ihn gerade wichtig sind, ohne dass wir uns da gegenseitig in die Quere kommen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, dann könnten wir natürlich auch, das haben wir jetzt auch schon auf dem Schirm, dass ich sage, ich könnte jetzt natürlich nochmal das Ganze
auf die BIM Cloud exportieren. Und natürlich kann ich dann auch aktualisieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Zia schaue, gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit, aktualisieren aus. Dann bleiben meine Lasten und meine Eigenschaften hier erhalten, die Berechnung, die ich habe. Aber ich aktualisiere natürlich Geometrien, wenn sich etwas ändert. In dem Fall würde ich natürlich nichts aktualisieren, weil mein Analysemodell und das Architekturmodell und das Trafikplanungsmodell sind alle auf einem Stand automatisch. Und es ist tatsächlich de facto ein Modell, weil die auch über die IDs alle verbunden sind. Ich hoffe, dass das ein bisschen klar wurde. Bei Fragen bin ich da auch immer wieder offen, dass wir nochmal drüber reden und uns das ganze Thema ein bisschen genauer anschauen. Das Wichtigste ist am Ende des Tages, wir planen ein gemeinsames Modell im kompletten Umfang, haben alle Informationen da als Trafikplaner, auch die, die wir für die Berechnung nicht brauchen. Aber jedes Mal weiß ich auch, was ist für ein Wandaufbau, was ist auf der Decke drauf. Das heißt, selbst wenn ich irgendwo Informationen brauche, wir kennen es selbst, der Architekt schickt nicht immer alles, was ich brauche, mal zu viel, mal zu wenig. Ich kann mir genau das hier raussuchen. Und das ist eigentlich das Schöne. Und ich hoffe, dass ich das so ein bisschen darstellen konnte hier. Vielen Dank für die Präsentation. Das war jetzt sehr spannend und aufschlussreich. Ich habe noch eine Frage. Die Zeitersparnis lässt sich ja hier nicht abstreiten. Das sieht man. Dennoch möchte ich natürlich als Ingenieur wissen, wann sich hier der Return of Invest einstellt. Können Sie hierzu ungefähr eine Einschätzung geben, wann dieser Punkt erreicht ist und was davon abhängig ist? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man ein Projekt hat, wo man direkt startet, wo es funktioniert, ist dieser Return on Invest relativ schnell erreicht. Vielleicht mal ein Beispiel von einem Kunden. Da haben wir an einem Dienstagnachmittag 2 Stunden Schulung gemacht und am Mittwoch sind die ins erste Projekt eingestiegen. Also wenn man da das Invest sieht, sind 2 Stunden gewesen. Und am nächsten Tag, am Nachmittag, haben sie mir geschrieben, dass das Modell eigentlich soweit fertig ist, wo sie sonst 5 Tage gebraucht hätten. Das heißt, wir haben da innerhalb von einem Tag, 2 Stunden Schulung, den Zeitaufwand von 5 Tagen auf einen Tag reduziert. Jetzt kann man kurz überlegen, wann denn bei dieser Geschwindigkeit der Return on Invest erreicht wird. Und das ähnlich deckt sich das auch mit anderen Kunden, wo ich ein anderes Statement habe von jemandem, der gesagt hat, ja, früher hat er für das ganze Thema 3 Monate gebraucht. Jetzt ist er da in 2 Monaten durch, wenn er es komplett betrachtet, also die komplette Projektlänge, weil er einfach das Projekt reduziert. Und andere sagen, wenn man große, komplexe Projekte hat, dann hat man teilweise 2,5 Monate gebraucht, um so ein gesamtes Projekt zu erstellen, um die Berechnung komplett vernünftig zu haben, dass das Berechnungsmodell auch komplett läuft, weil man es einfach aus DXF-DWG-Dateien ableiten muss. Und die sagen dann, innerhalb von 3 Wochen sind sie jetzt auf die Berechnung gekommen. Also das lohnt sich wirklich sehr schnell, wenn man sich auf das verlässt, was es auch kann und wofür es auch gemacht ist. Ja, mir hat sehr gefallen, dass es so eine tolle Koordinierung im Projekt jetzt auf einmal gibt. Das hat man in der Präsentation einfach gesehen. Und aus meiner, also wie Sie ja schon gesagt haben, dass die Projektlänge sich insgesamt kürzt, das ist eigentlich nicht von der Hand zu weisen. Aber in BIM-Situationen wie diesen habe ich schon selber erlebt, dass ich dann mit irgendwelchen Disziplinen, meistens der Architekt natürlich, diskutieren musste, weil denen fühlte sich irgendwie die frühe Leistungsphase, also vor Leistungsphase 5, fühlte sich für ihn immer so träge an. Können Sie das so bestätigen und haben Sie dann auch dazu die Haltung, dass die Leistungsphase 5 viel zügiger, koordinierter und sauberer abläuft? Das ist genauso, wie Sie es sagen. Wir haben es bei den Kunden meistens, dass gerade in den ersten Projekten ganz am Anfang die Architekten sich dann beklagen, so viele Rückfragen hatten wir noch nie. Mhm. Jetzt kommen die Tragwerksplaner schon so früh mit diesen Themen. Das ging doch früher immer so. Genau. Und diese Schwelle muss man einfach einmal übertreten. Da muss man einmal durch, weil zum Ende des Projektes läuft das Ganze dann sauber durch. Und das führt bei uns im Extremfall eigentlich dazu, dass häufig die Architekten sagen, warum soll ich denn in frühen Phasen mir überhaupt Gedanken machen über ein Fundament, das ich mir aus den Fingern sauge? Ich frage einfach direkt den Tragwerksplaner, bitte mach mir doch ein Fundament, was du für realistisch erachtest. Und dann haben wir direkt von Anfang an ein Zusammenarbeiten, ein konstruktives Lösen und nicht der eine korrigiert immer die Fehler des anderen, weil man einfach miteinander lernt. Und dann ist man ganz schnell auf einer ganz anderen Geschwindigkeit. Kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Und bin gespannt, wenn ich diesen Prozess das erste Mal hier bei uns im Haus anwenden kann. Jetzt möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass ich auch alles richtig verstanden habe. Wenn wir diesen Workflow so durcharbeiten, dann haben wir im Frilo BIM Connector eigentlich gar keine große Arbeit mehr. Wir prüfen nur noch die Wände, ob alles da ist und die Klassifizierungen und dann kann es losgehen. Ist das richtig? Genau so ist es. Man lädt das Modell in den BIM Connector, schaut sich das einmal nochmal an. Und dann kann man direkt durchstarten und eigentlich die ersten Berechnungen
testen und in seine Bemessung einsteigen. Das ist ein sehr guter Schlusssatz, Herr Richter. Wir sind jetzt nun auch wieder schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir von Wissensaustausch Bauplanung bedanken uns recht herzlich für diesen kompetenten Fachvortrag und würden uns freuen, wenn wir uns in Zukunft mal wieder über den Weg laufen. Vielen Dank. Ich danke auch und wünsche allen noch einen guten Tag. Schönen Abend. Dankeschön.